Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, was ein ziemlich anachronistischer Begriff ist, aber gut, was soll's. Zum Mesh unter Messer Podcast, wir haben uns gerade über einen anderen Podcast unterhalten, jetzt habe ich fast den falschen Titel gesagt, ich bin echter Profi. Und weil wir uns nicht so richtig einigen konnten, wer diese Folge moderiert, haben wir überlegt, Flo und ich machen das heute einfach zusammen. Genau, wir besprechen heute die Folge Crisis, die 21. Folge der zweiten Staffel mit wieder mal einem tollen deutschen Titel, Alle unter einer Decke. Na, diesmal passt es wenigstens halbwegs. Und es ist kalt in Korea, sehr, sehr kalt. Dementsprechend werden verschiedene Aufgabengebiete eingeteilt. Es geht also zum Beispiel ums Heizen und es geht auch darum, wer mit wem in ein Zelt kommt. Ja, und auch der Nachschub kommt nicht herbei, was zu ungewöhnlichen Situationen führt. Was ich vielleicht hätte vorher erzählen sollen, aber das passiert halt, wenn man sowas irgendwie improvisiert. Ja, sehr schön. Ja, darüber reden wir dann auch gleich. Und ich bin der Sven, den Flo habt ihr gerade schon gehört. Hallo. Und dann sind da noch. Zieht euch warm an. Der Arnim. Ich wollte gerade sagen, der Arnim hat nicht nur einen Bass, der Arnim hat auch einen Bass. Und der Hängematten Sven. Kannst du mal aufhören zu schaukeln, bitte? Warum friert der nicht? Der hat Heizsocken. Es ist arschkalt. Und es gibt schlechte Nachrichten aus dem Hauptquartier. Ja, die Nachschublinie ist durch. Wer kann das wohl gewesen sein? Also heutzutage würden mir da einige einfallen, die da, aber nein. Weil man ja nicht alles selber machen kann in einem Krieg, hat der Gegner mal was gemacht. Ja, wobei man sagen muss, in den ganzen oder in diversen Folgen in dieser und auch in der ersten Staffel kam es ja dann durchaus schon vor, dass halt der Granatbeschuss dann oder der Artilleriebeschuss dann halt an die falsche Stelle ging und so weiter. Ihr wisst ja, die Artillerie kennt nicht Freund noch Feind, sondern nur lohnende Ziele. Ja, und es fehlen Sachen wie Feuerholz, Winterkleidung, Essen, Decken. Also es ist nicht gerade angenehm. Ja, diese ollen Zelte, die halten ja nur wirklich gar nichts ab. Also den Regen und den Wind, okay. Aber ja, fand ich irgendwie sehr schön gespielt, dass im Prinzip jedes Mal irgendjemand vor Schmerzen aufheulte, wenn irgendwo eine Zelttür aufging. Es war der dritte Kriegswinter. Und das Holz wurde knapp. Das Schlimmste, wie Raider ja zwischendrin noch zu Protokoll gibt, ist nicht mal alles andere, sondern we have a little trouble with the tea paper shortage, also mit der Toilettenpapierknappheit. People are breaking into the fortune cookies, nachdem man da so vorher schon gesehen hat, wie sämtliche Zeitungen, Magazine und ähnliches herhalten mussten. Da ja, gehen die Leute jetzt inzwischen an die Glückskekse. Und auch die Frage, macht man die Heftklammern aus den Magazinen raus oder nicht, bevor man sie benutzt? Sollten alle ein bisschen gefährlich leben, genau. Ja, aber auch die aufmunternde Rede von Henry am Anfang, der wahre Test seiner Fähigkeiten, darf man ja nicht vergessen. Ne? Deswegen gab es ja kein Alkohol für alle. Ja, das war echt eine steile Eröffnung, wo er sich dann da dieses halb gefüllte Glas Schnaps in den Kopf haut. Ja, und ich fand halt auch Major Quadrat wieder so schön, wo dann Henry nur ganz trocken über zu Margaret sagt, vergessen Sie ihn nicht für Fragen vorher aufzuziehen. Ja, auch sehr schön der Hinweis von Hawkeye, als Margaret vorsteht, diese Division of Power zu machen und er sagt, watch it Henry, this is how they got the Tsar. Ja, im Deutschen Alarmstufe Rot. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand mit Geschichte so gut auskennt, ob das wirklich war, wie sie den Tsar klein gekriegt haben. Das habe ich irgendwie nicht so auf dem Zettel. Russische Geschichte ist ein bisschen blinder Fleck bei mir. Habe ich auch nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war etwas anders. Ich glaube, das war irgendwie ein Verrat oder ein Massaker, aber ich habe auch keine Ahnung. Das ist ja gut, da sind wir ja schon mindestens zu dritt. Arnim, hast du auch keine Ahnung von russischer Geschichte? Ich weiß nur, dass es ein paar gute russische Sänger gibt. Ja, siehst du.
Aber ich fand halt diesen Running Gag mit Henrys und seinen Beinen, dass man sich nicht an seinen Beinen vergeht. Herrlich. Ich, das ist so herrlich. Wie der Schreibtisch in jeder Szene kürzer wird, das ist echt cool, bis er am Ende dann wirklich in diesem komplett leeren Büro sitzt. Und auch schön, dass sie dann so rauszoomen und dann den Hall nochmal so richtig hochziehen, damit es dann auch ganz, ganz klar wird, wie groß und leer dieser Raum ist. Was ich halt auch schön fand, war auch die Durchsage von der PA. Aufgrund des Holzmangels wird der heutige 18-Uhr-Film verbrannt. Oh ja, richtig gut. Und vor allem auch, wo Henry dann die Schubladen vorhanden sind, die dann draußen in der Tonne brennen, wo Frank dann hingeht und fragt, wo sie denn dieses Holz her hätten. Und Igor ganz trocken sagt, dass seine Schwester ihm das zugeschickt hätte. Frank gibt sich damit zufrieden. Der andere Soldat guckt ihn so an, so, Alter. Und der so, sehr gut. Tja, also interessant, der Nachschub funktioniert nicht, aber die Post. Ja. Naja, gut, Frank halt, ne? Aber es ist, Frank ist halt auch wieder sehr frankig in dieser Folge. Also, er hat ihm den schon wieder ein Gewehr gegeben, bitte. Dass das schief geht, wissen wir doch inzwischen, oder? Nee, das hat er sich ja selber wieder organisiert, aber das hat sich genauso auch erstmal den Schinken organisiert, um es mit seinem Herzlein zu teilen, fand ich halt auch schon wieder so. Ah ja, ne, hier, wir sind ja Führungsriege und wir müssen ja fit bleiben. Die normalen Männer, die müssen ja auf unsere Führung vertrauen, deswegen können die hungern und so. Ah, Frank. Ja, genau, sie brauchen unsere Führung, wenn sie hungrig sind. Deswegen müssen wir was essen, was die anderen nicht essen, damit sie hungrig sind und wir auf unsere und auf unsere Führung vertrauen. Und Margaret sagt auch noch, das ergibt ja so viel Sinn, Frank, wenn du es sagst. Was in der deutschen Folge nett ist, ich weiß nicht, das wird in der Englischen nicht so rauskommen, ist der Umgang mit Klinger. In der Folge wird Klinger explizit von Frank weiblich angesprochen, als Klinger denn im Zelt schläft. Das ist mir im Deutschen auch aufgefallen, doch. Und das fand ich interessant, zumindest. Also, das hatten wir so noch nie. Nee, im Englischen ist das auf jeden Fall nicht, zumindest mir nicht aufgefallen. Ja, aber insgesamt diese Pyjama-Party, wo sie alle zusammen schlafen müssen, der Pastor, der nochmal wieder raus muss, Henry, der dann erstmal mit den Stiefeln über alle Bettdecken latscht. Ja, Henry ist auf jeden Fall Kernmitglied im Hashtag Team Granofink. Ja, nee, vor allen Dingen auch so, okay, der Stamm wird wahrscheinlich gefroren sein bei den Temperaturen, aber echt mit Stiefeln dann über die frisch gemachten Betten. Oh, das wird doch alles nur feucht. Wird's ja noch kälter. Ja, und als ich diese ganzen Betten gesehen habe, habe ich gedacht, ja super, und einer schnarcht dann wieder und dann kommt Henry auch rein und sagt schon, ja nee, lass mich mal lieber ans Ende, falls ich schnarche. Oh Gott. Ich bin übrigens die Sau, die immer schnarcht, ich kann da leider auch nichts für, sorry. Wissen wir. Stimmt, ich sollen wir mal Vergleichstest anstellen lassen? Ja, bringt mal eure Messmikrofone mit bei nächster Gelegenheit, dann könnt ihr mal kontrollieren. Ja, und mein Chef wundert sich immer, warum ich nach 12 Jahren beim Militär immer allergisch auf den Vorschlag reagiere, dass man ja mit irgendwie mehreren Kollegen sich so ein größeres Hotelzimmer teilen könnte oder sonst was. Ich bin ja ein, auch bei der Weltreise so, ach, du kannst doch in so einem 8-Mann-Dorm schlafen. Nein, ich bin ein absoluter Einzelgänger, was das Schlafen angeht. Mittlerweile. Ich habe keinen Bock mehr auf Geschnarche, Gegrunze, Gerülpse oder sonst was in der Nacht. Ja, bei mir und einem Kumpel speziell ist es besonders schlimm. Wir können inzwischen ausgezeichnet in einem Raum schlafen, gar kein Problem. Aber es haben schon mehrere Leute berichtet, dass wir uns aufsynchronisieren beim Schnarchen. Und wenn man dann auch noch das Pech hat, irgendwo zwischen uns zu schlafen, dass ja, man hat sich der eine hört gerade auf, dann dreht sich irgendwie um, dann fängt der andere plötzlich an. Du hast also wirklich keine ruhige Sekunde. Also Dolby TX Schnarch? Ja, sowas von. Tut mir ja auch leid, aber ich kann da auch nichts dran machen. Also es wird schlimmer, wenn ich erkältet oder betrunken bin. Und ja, sonst ist es aber auch schon nicht gut. Kurze Frage, war Yankee eigentlich ein Begriff für die Süd- oder die Nordstaaten? Weil in dieser Folge tauchen ja andere Nord- und Südstaaten-Referenzen auf. Und Margaret sagt ja, hier in ordentlicher Yankee-Manier, ihr Mädels müssen das jetzt mal durchhalten. Im Englischen sagt sie Yankee Doodle East, also who has been the Yankee Doodle East. Und Yankee sind, glaube ich, die Nordstaaten gewesen, oder? Yankee sind die Bewohner Neuenglands im Norden, ja. Also eigentlich so die ursprünglichen Kolonien, sogar weniger Nord-Süd. Das erinnert mich an den Film 1-2-3 heißt der, glaube ich, wo dann irgendjemand da, also da geht es um Amis in Berlin, im geteilten Berlin,
und wo dann jemand auch irgendwie Yankees go home plakatiert hat und eine Südstaatlerin dann sagt, naja, wenn die Amis go home geschrieben hätten, aber Yankees go home, das kann ich ja verstehen. Ja, und ich fand in dieser Szene mit Margaret und ihren Mädels, dass diese dunkle Stimme im Deutschen so, gute Nacht, so von Klinger, fand ich so genial. Ja, wobei ich habe Klinger da im ersten Moment nicht erkannt, als sie es dann sagt, so okay, aber ich war mir nicht sicher. Also ich hatte, weiß ich nicht, vielleicht haben sie ihn hinterher reingeschnitten oder was. Es war auch bei Margaret im Zelt eine Szene, wo sie sich irgendwie wegdreht, wo ich das Gefühl hatte, das hätten sie vielleicht nachvertont, weil die Stimme da plötzlich anders klang. Ist auf jeden Fall ein witziger Witz. Also ich fand halt insgesamt auch Klinger mit seiner Feuchtigkeitscreme und dass dann Frank sich da so flirtend neben ihn legt, weil er wieder in sein, ich sag mal, üblichen Schema. Modus operandi verfällt. Oh, es ist was Ähnliches in der Nähe eines Bettes. Es ist weiblich. Ich muss es mal anlabern. Also ich fand das da sehr interessant. Ja, und als sie dann alle im Bett liegen, so in der ersten Szene im Sumpf oder in der ersten Ins-Bett-Lege-Szene im Sumpf und alle sind dann irgendwie endlich da angekommen und man könnte jetzt so langsam mal schlafen und natürlich gibt es dann Verwundete, also selbstverständlich. Tja, ich habe als Highlight noch rausgeschrieben, Henrys Gespräch mit dem Hauptquartier beziehungsweise mit der, mit dem Mensch, Regiment. Nachschub. Genau, wo er dann sagt, listen, I bought a lot of war bonds and you're now talking to a pretty upset stockholder. Ja, und dann halt auch diese Gespräche, die du dann hast, so eine Marke Star Wars zunehmen oder reinkriechen. Oh ja, stimmt. Wobei da auch wieder klar ist, ne, warum haben die bei die Rebellen bei Star Wars nachher auf Endor Dschungeluniformen gehabt? Wahrscheinlich, weil sie vernünftige Uniformen für Hoth bestellt hatten, für den Eisplaneten und dann Dschungeluniformen geliefert gekriegt haben. Nachschub, ne? Funktioniert wieder nicht. Aber es ist halt einfach so toll. Und dann auch Frank in der Hängematte da oben am Rumbaumeln. Das ist halt insgesamt in dieser Szene echt viele, insgesamt in dieser Folge viele nette kleine Facetten wieder. Ja, apropos schöne, nette kleine Details, wie schlimm die Klopapierknappheit ist, sieht man dann, als Henry dann nochmal raus muss und dann wirklich dieses Kinderbild da von der Wand nimmt, sehr wahrscheinlich von einem seiner Kinder und dann so mit den Schultern zuckt. Naja gut, was soll's. Ey, was muss das, muss das? Also, ja. Ja gut, aber sich irgendwie den Hintern nicht abwischen können, ist nur wirklich nicht schön. Und wenn man irgendwie nicht mal Blätter hat oder so, dann, naja, Gott, das macht keinen Spaß. Ich hätte ja gelacht, wenn sie wie so ein Hund über den gefrorenen Boden gerobbt werden mit dem nackten Hintern, aber... Dafür war es zu kalt. Ja, man friert ja dann fest, ja. Sehr schön fand ich es auch, dass Hawkeye dann ja noch Margaret bittet, ihm ins Ohr zu pusten, weil es so kalt ist, dass er denkt, dass seine Pilotflamme ausgegangen ist. Und diese Vorstellung, dass er da echt so eine Zündflamme im Kopf hat, das finde ich schon ganz gut. Ja, ich glaube, meine Notizen sind alle. Hat noch jemand was? Nur eine Anmerkung. Es ist erstaunlich bequem, sogar in der Hängematte zu schlafen. Also ganz ehrlich, wenn ich die Auswahl hätte zwischen den Feldbetten und Hängematten, würde ich, glaube ich, auch auf Hängematte gehen. Ja, Hängematte hat einen entscheidenden Nachteil, finde ich, und zwar, dass es einem doch am Hintern ganz schön kalt wird. Ich habe das Gefühl, das ist beim Feldbett nicht ganz so schlimm, obwohl da ja auch erstmal nichts drunter ist. Aber ja, ich sag mal, für das, was man so mitzunehmen hat, wenn man vernünftige Aufhängemöglichkeiten hat, dann sind Hängematten schon ganz geil. Ich habe auch so eine sehr coole, sehr leichte, sehr kleine Ballonseiden-Hängematte oder Fallschirmseiden-Hängematte. Und ja, wenn man da eine vernünftige Unterlage hat und einen guten Schlafsack, das ist schon ganz geil. Also ist zumindest beides besser als Isomatte plus Schlafsack. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe ja monatelang dann auch vor Fock, Fock hatten sie ja auch Hängematten. Also wenn du mal gelernt hast, den Knoten vernünftig zu machen, um nicht mit der Hängematte nachts abzustürzen, ist das auf jeden Fall deutlich komfortabler als so ein Feldbett, wo es dann irgendwann mitten in der Nacht auf einmal Klang macht und das Ding wieder klappt zusammen. Ja gut, da hast du ja ein bescheidenes Feldbett. Aber gut, solange sich der Untergrund bewegt, hat die Hängematte natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil, ja. Aber es ist halt insgesamt auch wieder das, also wieder diese letzte Szene, wo Frank sich dann da mit den Socken, also das ist auch wieder so dämlich, anstelle, dass er sich eine Decke überwirft und nur die Füße raushängen lässt zur Not, wenn sie ihm zu warm werden. Es ist halt Frank. Ja. Sehr schön, wo Klinger dann anmerkt, dass das Hunting Socks sind. I have a bra like that. Und der Vater dachte, maybe I'll sleep in the nurse's tent. What am I saying? Ja,
Es ist schön. Also wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder den Father und Klinger. Sie werden ja immer noch als Gaststars aufgeführt, aber man merkt, sie gehören richtig schon dazu. Oh, apropos BH, sehr schön auch, dass am Lost and Found Board ein BH hängt. Ach, da ist der. Sehr gut. Ja, die Folge endet dann ja mit Henry wirklich in einem komplett leeren Büro. Das hatten wir ja schon mal erwähnt. Und ich weiß nicht, wollen wir bewerten? Ja. Jo. Ich habe auch nichts mehr auf dem Zettel. Sehr gut. Dann bewerten wir mal los. Ich würde einfach mal anfangen und würde sagen, ja, lustige Folge, gute Folge, hat mir persönlich doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich gut unterhalten. War jetzt keine der Spitzenfolgen, wo jetzt irgendwie ein tiefes, moralisches, wichtiges Dilemma irgendwie noch exploriert wurde. Von daher reicht's dann nur in Anführungszeichen für 4 von 5 gut beheizten Socken. Ja, also Geschichte, es ist kalt und es ist noch kälter, aber ja, es bleibt kalt. Ja, also von mir gibt's 2 Kälteeinbrüche und 4 Klingers, die dann doch wieder das Schlafzelt wechseln. Ja, ich würde 7 von 10 abgesägten Tischbeinen geben. Das ist zwar ein bisschen wackelig, aber mir fehlte bei der Folge noch so der richtige Oberknaller. Es ist halt wirklich wieder ein schönes Kammerstück, was wir jetzt den letzten Mal ein paar Mal hatten. Es gefällt mir extrem gut. Es fehlt halt da nochmal so das richtige Durchzünden, die richtig guten Gags, was ja später dann halt auch in den späteren Folgen einfach kommt. Man sieht aber eigentlich so quasi den absoluten Kern des Wesens, was Mesh ausmacht, damit eine extrem gute Folge. In meinen Augen aber halt noch keine überragende Folge. Ja, ich sehe das auch so. Es hat wieder Spaß gemacht. Es fehlt ein bisschen was. Es geht noch besser, also sie lernen es. Ich würde 10 Punkte geben, aber ich habe mir mit 2 den Hintern abgewischt, also bleiben noch 8 Punkte übrig von mir. Sehr gut, dann hoffen wir, dass eure Nachschublinien nicht abgeschnitten werden und wünschen euch eine schöne Woche, bis wir uns am Wochenende wieder hören und tschüss. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen, ihr Leute da draußen, zu Episode 22 der 2. Staffel von Mesh unter Messer, dem einzig wahren Mesh-Podcast. Direkt erstmal alle anderen Mesh-Podcasts, naja, ich glaube, den einen anderen dessen, wie sich das gehört. Ja, die Folge heißt George und der deutsche Titel ist Der werfe den ersten Stein. Und irgendwie habe ich ein Problem mit dem Titel, über das wir gleich nochmal reden müssen. Und der ist nicht, dass der wie sonst immer saudoof ist. Bevor ich euch vorstelle, wer da ist, und ich freue mich sehr, dass speziell eine Person wieder da ist, die lange nicht da war. Danke! Hi Frank! Erkläre ich euch mal kurz, was in der Folge so los war. In der Folge wird ein echter Supersoldat im 4077. eingeliefert, der schon diverse Male verletzt war. Allerdings finden die Doktores ziemlich schnell heraus, naja, das sind keine Kriegsverletzungen, die sehen eher aus, als hätte ihn jemand als Punching Ball benutzt. Ja, im Gespräch mit Hawkeye, in Anführungszeichen, gesteht der Soldat dann halt auch, dass er wohl in etwas betrunken war und ein paar Dinge aus der Vergangenheit erzählt hat, die er vielleicht nicht erzählt haben sollte. Denn die Kameraden halten ihn für homosexuell, was er wohl auch ist. Naja, gut, und deswegen haben sie ihn verdroschen. Er möchte direkt zurück zur Einheit und Frank möchte ihn aus der Army werfen, der große Held, der er nun mal selber so ist. Und darum geht's in dieser Folge. Tja, ich bin der Sven und ansonsten sind noch da. Hi, ich bin die Dela, ihr kennt mich vielleicht noch aus der ersten Staffel. Juhu, Dela ist wieder da.
Hi, ich bin der geworfene Arnim. Und der Flo. Ja, Flo, du bist auch da. Oh. Ja. Sorry. Applaus, Applaus, Applaus. Nein, ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Flo. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal wie immer in Anführungszeichen an und gehen mal ein bisschen chronologisch durch die Folge. Es fängt ja an mit der üblichen OP-Szene. Sehr schön fand ich, wo Father Malkay rumgeht und überall mal fragt, wie es denn so geht, und Hawkeye unter anderem antwortet: In the hole, I'd rather be in Philadelphia. Was ich jetzt durchaus verstehen kann. Mhm. Ja, es ist wieder so eine ganz klassische OP-Szene. Trapper singt Sinatra. I got you under my skin, was auch irgendwie passend ist. Ja, er scheint in der Szene auch wirklich immer genau die richtige musikalische Antwort auf alles zu haben, was passiert. Also Frank kriegt da ja auch nochmal ordentlich was zwischen die Hörner. Ich habe zwar vergessen, was genau die Textzeile war, aber es passt ja eigentlich immer. Ja, das hätte ich machen können, ja. Ja, wobei Frank assistiert ja Hawkeye, oder war das umgekehrt? Hawkeye hilft Frank dann, glaube ich, oder? Irgendwie sind sie gemeinsam dran. Ja, also sie operieren da gemeinsam, würde ich sagen, irgendwie an verschiedenen Teilen, und Frank vergeigt es dann und Hawkeye hilft ihm da raus, nachdem Frank ihn ja die ganze Zeit schon ziemlich, ja, wie soll man das nennen, so nach dem Motto, ja, hier wirst du nach Stunden bezahlt oder was, und naja, gut. Also eigentlich alles wie immer. Ja, sie geben sich, glaube ich, nochmal große Mühe, nochmal herauszustellen, wie inkompetent Frank so ist. Das tun sie ja gerne immer wieder mal einfach so. Aber in dem Fall hier führt es natürlich schon dahin, dass Frank dann hinterher das große Problem, jetzt habe ich mir den Namen natürlich hier aufgeschrieben, George ist sein Vorname, aber mit dem schwulen Soldaten hat. Von daher ist es natürlich ganz interessant zu sehen, wie prinzipienreißerisch Frank an der Stelle mal wieder ist, obwohl er nur eigentlich seinen eigenen Beruf nicht beherrscht und diverse andere moralische Verfehlungen in ganz dicken Anführungszeichen vor sich her trägt. Das ist, glaube ich, tatsächlich für mich auch der Punkt. Die moralischen Verfehlungen, die Frank so vor sich her trägt, die sind für mich, glaube ich, hier tatsächlich wichtiger als die fachliche Inkompetenz, die er so hat. Ich meine, klar, es wird klar gemacht, dass der George sehr hoch dekoriert ist und so weiter und so fort und viel mitgemacht und echt guter Soldat ist und so weiter und so fort, was natürlich bei Frank mit seinem möchte gern Patriotismus und Soldatentum ja schön konträr geht. Ich meine, wie gesagt, er tut ja immer nur so. Aber seine Qualifikation als Arzt sehe ich ja gar nicht mal so als den Kernpunkt an. Ja, ich finde es halt ganz spannend. Es gibt einen Dialog, den ich mir rausgeschrieben habe, wo Frank zu Henry sagt: May I remind you, sir, that we are fighting a war? Das ist in der Post-OP, wo sie bei dem Bett von dem Eingegipsten stehen, mit dem Ball, den der da drücken soll, irgendwie. Und dann Henry irgendwie sagt: Well, that certainly explains all the noise at night. Und Frank spricht dann weiter irgendwie davon, dass man sich hier keine Letdowns in Command or the Ranks irgendwie erlauben könnte. Und naja, nachdem, was er allein in dieser Folge jetzt schon vergeigt hat, ist das halt echt ziemlich, ziemlich steil, dass das von ihm kommt, ne? Naja, aber ich glaube halt tatsächlich, das ist wieder so ein Ding, da regt er sich ja nicht über die fachliche Inkompetenz, ich meine, zum Beispiel bei Henry auf, dass der schlecht operiert oder sowas, sondern da geht's halt wieder nur um dieses Pseudomilitärische, das ihn stört. Naja gut, ich meine, er will jemanden, der irgendwie an mehreren Stellen eingegipst ist, erstmal ein paar Tage in Urlaub schicken oder in die Erholung schicken, bevor er wieder an die Front schickt. Das ist ja nun medizinisch durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Ja, klar. Ich denke auch mal militärisch eine sinnvolle Maßnahme, weil was bringt dir jemand, der irgendwie frisch aus dem Gips raus ist, der dann, weiß ich nicht, hier aus dem hier Foxhole raussprittet und sich erstmal wieder das halbgeheilte Bein bricht, ja? Also es ist ja nur, naja gut, aber... Ja, bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Also ich wäre sowieso dafür, die Leute gleich aus dem Gips rauszuholen und die dann so als Schild bei irgendwelchen Stürmungen vorne wegzutragen. Aber das bin vielleicht auch nur ich. Und Frank. So, ich bin so schon sehr froh, dass ich nicht im Militär bin, und ich bin noch viel froher, dass ich nicht mit dir im Militär bin. Also ja, verstehe ich. Und ich glaube, also so eine Holzplanke ist etwas wirksamer als Gips.
Ja, ich glaube, insgesamt bringt das alles nicht viel gegen moderne militärische Waffen, aber wir schweifen ab. Gut, dass der Sven an dieser Stelle nicht da ist und keine Zeit hat, sonst würde der uns jetzt hier, könnte der uns sicherlich einen Vortrag zu dem Thema halten. Ja, in der zeitlichen Abfolge kommt dann eine, wie ich finde, ziemlich merkwürdige Szene, wo Hawkeye einer Schwester die Zehennägel lackiert und sie das irgendwie ziemlich sexy findet und scheinbar auch er und scheinbar auch Radar. Da habe ich dann mal wieder gemerkt, dass ich zwar sehr viele merkwürdige Kinks habe, aber Füße gehören irgendwie echt nicht dazu. Ich fand die ganze Szene irgendwie ziemlich merkwürdig. Ja, und 12 Zehen kosten extra. Genau, das fand ich eigentlich das Beste daran. Ja, auch dieses, wo Raider dann dazukommt und so, darf ich zusehen? So, hallo? Na ja, gut, macht ihr mal, kein King-Shaming. Naja, gut, aber ich meine, bei Raider sehe ich das ein. Ich meine, der hat nun wahrscheinlich in seinem Leben tatsächlich noch nie eine nackte Frau gesehen. Und dann wenigstens einen nackten Fuß zu kriegen, ist ja schon mal der Anfang. Naja, ich denke schon, weil er guckt ja öfter mal unter die Dusche, aber so nah, ja. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, genau. Ne, das in der nächsten Folge kommt das Thema auch noch mal vor. Die habe ich schon mal vorgeguckt. Irgendwie mit den nackten Füßen auf dem Rücken rumlaufen. Aber da reden wir dann an der Stelle drüber. Also das ist, naja, gut. Sollen wir machen. Ja, auf der anderen Seite mit dem Thema Homosexualität hatte ich schon öfter zu tun. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, und es kommt dann auch die Szene, wo der Soldat Hawkeye sagt, naja, gut, da war wohl was. Und das ist der Grund, warum die mich verhauen haben. Was ich hier interessant fand in dem Teil mit dieser Konversation zwischen George und Pierce ist halt tatsächlich, dass es zwei Typen gab, die verprügelt worden sind, nämlich der Schwarze und der Homosexuelle. Und der Kommentar von Hawkeye ist dann, ah, so you are Negro. Wer hätte das geahnt? Also ich find's ganz schön, dass wir eben hier tatsächlich auch wieder, ja, die Parias sind halt immer die gleichen, ne? Und dass hier halt wirklich auch beide Paria-Gruppen so rausgestellt werden. Das habe ich an der Stelle überhaupt gar nicht mitbekommen, muss ich zugeben. Ja. Doch, mir war das auch positiv aufgefallen. Ja, mir ist die im Deutschen die Wortwahl von Pierce aufgefallen. Das war nicht so schön. Aber ich fand trotzdem diesen Moment eigentlich sehr schön, weil Hawkeye halt so vollkommen gelassen reagiert. Er macht seinen dummen Spruch, aber ansonsten, ja, alles in Ordnung. Naja, und vor allem, was ich halt daran gut finde, ist halt die Tatsache, ihm geht das ja schon auf den Sack, wenn die Leute rassistisch sind. Und das begreift er ja schon nicht. Und er begreift genauso wenig, dass die Leute ein Problem mit irgendeiner Sexualität haben. Dass das wirklich so als gleichberechtigt dumm hingestellt wird, finde ich sehr toll. Ja, was ich ein bisschen schwierig finde, und also zum Teil bin ich in die Falle vorhin auch so ein bisschen reingetappt, zumindest sprachlich, nicht von der Denkweise her, hoffe ich zumindest. Und das ist auch mein Problem mit dem Titel, der werfe den ersten Stein, ja. Ich meine, das kann man jetzt natürlich auf die Nummer am Ende beziehen, wo sie Frank dann ja im Prinzip da erpressen mit seiner Verfehlung, mit den gekauften Fragen, was ja nun wirklich eine Verfehlung ist. Und auf der anderen Seite, dass der halt irgendwie mal Sex mit einem Mann hatte, das ist ja nur keine Verfehlung. Andererseits ist die Serie nur aus den 70ern und so weiter und so fort, wo man dann halt vielleicht noch sich da gesellschaftlich rausgeredet hat, so nach dem Motto, naja, das ist ja nicht normal, aber es ist ja normal, dass man mal nicht normal ist irgendwie so. Da sind wir hoffentlich heute einen Schritt weiter. Ja, das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. So oder so ist mir jemand, der seine Fragen kauft, nicht so sonderlich sympathisch. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Was ich noch ganz interessant finde hier tatsächlich, ist die Nebenhandlung in der Folge. Dass wir ja die medizinische Grunduntersuchung von Henry haben. Durchgeführt durch Dr. O'Reilly. Und das ist so fantastisch, also, wie er ihm in die Ohren leuchtet und da ist ein kleiner Knubbel drin. Und wie beschreibt er ihn? Ich weiß gar nicht. Nativity Scene, also hier genau, Krippenszene, sagt er. Genau. Aber allgemein so, wie die beiden wieder interagieren und wie Ryder da voll geschäftig um ihn rumwuselt und so weiter und so fort und eigentlich jeden Gedanken schon vor Henry hat und so weiter. Da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt, an dieser Nebenhandlung. Ja, die beiden haben einfach eine richtig schöne Chemie miteinander und ganz ehrlich, also ich würde mich lieber von Ryder untersuchen lassen als von Frank. Ja. Ja, was das ich halt sowieso. Was ich auch super cool finde, ist, dass Frank scheinbar so überhaupt gar kein Problem damit hat, dass Raider da gerade einen auf Doktor macht und irgendwie seine Beschwerde vorträgt, während Henry den Sehtest macht. Das ist, wodurch man ja gar nicht so richtig verstehen kann, was er überhaupt sagt, was ja auch nicht wichtig ist, weil jeder weiß ja schon, was
was Frank zu sagen hat. Und dass Frank sowieso über seinen Kopf hinweggehen wird, bla bla. Ja, das ist auch richtig geil. Also ich hab das Quote mir nicht rausgeschrieben, aber oder das Zitat nicht genau rausgeschrieben, aber irgendwie so, ja, er geht so oft über meinen Kopf hinweg, dass ich schon Fußabdrücke auf dem Kopf habe oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Auch der sehr schöne Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Frank writes to Washington more often than he does to his wife, the big snitch. Sehr gut. Was mich allerdings hier an der Sache stört, und das weiß ich nicht, ob ich das nur nicht verstanden habe, aber habt ihr das auch so verstanden, als wäre von der Truppe von George eigentlich nur er momentan in der Klinik, also im Camp? Oder sind das mehrere gewesen aus diesem Konglomerat? Das wird, glaube ich, so gar nicht erwähnt. Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass andere, die ihn dann beschuldigen oder so, auch noch da wären. Weil es heißt ja, dass Frank von dieser Homosexualität erfahren hat, nicht von Pierce und auch nicht von Patienten selber, sondern durch anderslautende Gerüchte. Und damit die überhaupt auftreten können, würde das ja voraussetzen, dass einer von denen, die darüber Bescheid wissen, auch noch da ist. Aber das wird halt nirgendwo etabliert. Stimmt. Ja, also that's what I understand from very reliable gossip. Wobei die Formulierung very reliable gossip finde ich auch sehr geil. Ja gut, das muss ja aber nur ein Krankenwagenfahrer oder ein Hubschrauberpilot oder so muss das ja mitgekriegt haben. So nach dem Motto, Mensch, was denn mit dem passiert? Ist doch gar keine Kampfhandlung hier. Ja, dem Beep haben wir auf die Schnauze gehauen oder irgendwie sowas. Mhm. Also Gerüchte reisen halt schneller als das Licht eventuell, ne? Weil das war halt tatsächlich das, wo ich erstmal gezuckt habe, weil ich erstmal überlegt habe, ob jetzt Hawkeye da irgendwie doch die Fresse aufgerissen hätte oder irgendwas, was halt gar nicht zum Charakter gepasst hat. Aber ja gut, wenn ich mir das so erkläre, dann passt das halt. Ich glaube, das ist in diesem Fall nur hier Gossip ex machina. Also Frank musste davon irgendwie erfahren und dann weiß er das halt irgendwo her, fertig. Was ich halt auch so drollig fand, also es ist scheiße, aber es war in der Darstellung drollig, war halt tatsächlich wie Frank... Obwohl er ja mit Hawkeye und mit Trapper so eigentlich gar nicht so richtig klarkommt und mit denen nichts sich gemein machen will, dass er sofort anfängt, von wir und die zu reden. Also Trapper und Hawkeye sind ja nun, weiß Gott, die letzten Teile, die er in irgendeiner Form in seine Blase zusammenfassen möchte. Aber sobald es darum geht, sich von den Homosexuellen abzutrennen, dann sind die natürlich... wieder Teil seiner Gruppe. Ja, das ist halt dieser Höllenkreis-Ding. Trapper und Hawkeye sind in einem näheren Kreis der Hölle als er, also ja. Ja, und das ist halt einfach die Denkweise, die Frank ja nur permanent an den Tag legt, ne? Wir gegen die und wir Offiziere gegen die Enlisted und wir hier die tollen Amerikaner gegen die Primitiven und gegen die bösen Primitiven und wir Ärzte gegen die und also diese Kategorie macht er ja immer sofort auf. Also er hat ja immer sofort die In-Group und die Out-Group und naja, das ist halt einfach seine hohle Birne. Natürlich, wie gesagt, ich fand das nur lustig in der Darstellung und vor allem, was mich halt gewundert hat, ich meine, der arbeitet mit diesen Menschen jetzt seit mehreren Monaten mindestens. Der weiß, wie die auf Rassismus reagieren, der weiß, wie die allgemein auf Dämlichkeit reagieren. Aber er geht fest davon aus, dass sie auf seiner Seite sind. Tja, da hat die Marktbefreiung zugeschlagen. Tja, ich fand's am Ende, wenn ich da jetzt mal hinspringen darf, echt spannend, wie kurz und schmerzlos sie ihn da abserviert haben. Also das war ja diesmal kein wirklich elaborierter Plan, kein mehrstufiger Con irgendwie, sondern einfach nur, okay, er kommt jetzt rüber, bist du bereit? Jawohl, wir spielen ihm eine kleine Nummer vor, bam, jetzt haben wir ihn, zerreiß das Ding, hier zerreißt du doch auch nochmal, es wird dir besser gehen und fertig ist die Laube. Ja, und so unaufgeregt, also das war... irgendwie sehr angenehm, dieses Ende. Ich meine jetzt nicht wirklich, du sagst ja nicht elaboriert, ja, ob das auch so super logisch war, weiß ich nicht, aber es war einfach, es hat nicht gestört. Mhm. Es war so ein schönes, ruhiges Ende, kein wirklicher Höhepunkt. Es ist ruhig ausgetröpfelt. Ja, wie eigentlich die ganze Folge. Nicht, dass es schlecht ist, aber sie tröpfelt so vor sich hin. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, für mich ist es auch, ich muss sagen, mir hat das Ende auch nicht so richtig, also
es hat mir schon gefallen, aber das hat halt alles für mich insgesamt nicht so richtig gezogen. Ich fand den Ansatz sehr mutig. Ich fand übrigens an der Stelle auch interessant, dass Hotlips zum Beispiel den George zwar nicht in irgendeiner Form verteidigt oder sich auf dessen Seite stellt, aber sie ist da zum Beispiel auch völlig indifferent. Sie tut sich da überhaupt nicht ereifern drüber oder sonst was. Weil normalerweise ist sie ja bei solchen Späßen immer sofort bei Frank auf der Seite. Ja, dafür hat er nicht genug Blech auf der Schulter. Na, ich weiß nicht, sie war schon irgendwie, was, das kann ja wohl nicht sein, irgendwie dieser tolle Soldat, als wenn das irgendwas an irgendwas ändert, aber gut, weiß ich nicht. Ja, das ja, aber das, glaube ich, ist tatsächlich einfach, es passt nicht in ihr Weltbild. Aber ich sag mal so, wäre das jetzt ein, nicht so ein Supersoldat mit so 1000 Auszeichnungen und bla, dann hätte sie das, glaube ich, tatsächlich echt null interessiert. Ich meine, es ist dann immer noch Arschlochverhalten, seien wir uns da, da sind wir uns ja einig. Aber bei ihr hätte ich tatsächlich noch damit gerechnet, dass sie sich darüber noch viel mehr aufregt. Dass sie sich mindestens so sehr aufregt wie Frank, und das macht sie nicht. Trägt zumindest das ganze Beschwerdeschreiben und so weiter nicht mit und unterstützt es nicht, genau. Sondern will lieber Bunga Bunga. Also gut, haben wir noch was? Ich hätte noch ein kleines Trivia, wenn das noch gefragt ist. Ja, aber gerne. Die spielen doch in einer Szene in dieser Folge Football, ne? Und Father McCulley hat einen Helm auf, der so golden glänzt. Und das Lustige ist, dass er in ähnlichem Stil von der katholischen Universität Notre Dame Football-Team getragen wird. Es ist der gleiche im Prinzip. Ach, witzig. Schön. Na gut, den Helm braucht er ja auch, nachdem er dann da irgendwie unter diesem Berg an Menschen landet. Besser ist das. Ja, cool. Dann haben wir die Folge, glaube ich, ganz solide über die Bühne gebracht. Es war mir eine große Freude. Und dann schreiten wir zur Bewertung. Die hätte ich fast vergessen, aber was will man machen? Ich denke mal kurz selber drüber nach. Und ja, also sehr schön unaufgeregte Folge bei einem, zumindest zu der Zeit, wo die ursprünglich rauskam. Und ich meine, gut, in den 90ern oder Anfang der 90er, als die in Deutschland rauskamen, waren wir bei dem Thema hier auch noch nicht so wirklich weit. Von daher, was das angeht, aus der Zeit heraus doch ziemlich progressiv und, wie gesagt, mit der Einschränkung, die ich vorhin ja schon ausgeführt habe, durchaus eine gute Folge. Von daher würde ich sagen, 3,5 von 5 goldenen Footballhelmen. Sorry, wenn irgendjemand anders das nehmen wollte. Ja, für mich ist es eine Durchschnittsfolge. Ich mag den mutigen Ansatz, der sicherlich gerade für die damalige Zeit schon ein ganz schönes sich aus dem Fenster hängen war. Aber im Großen und Ganzen hat sich der Plot für mich ein bisschen zu sehr gezogen. Deswegen gebe ich nur 5 von 10 Buchstabentafeln. Aber einen Pluspunkt erstens für den Satz, ich glaube, Henry kann man auch per Post überfallen. Und zweitens für die Tatsache, dass es lustigerweise hier viel relevanter ist, ob der Mensch jetzt wirklich homosexuell ist oder nicht, wo es bei Klinger, selbst bei Frank, überhaupt keine Reaktion mehr hervorruft. Ja, also ich fand die auch, Folge auch ziemlich gut. Ich gebe 5 zusammengeschlagene Männer und ein kleines Krippenspiel im Ohr. Ja, auch ich, also wie gesagt, ich fand sie schön gemütlich, unaufgeregt, kein Highlight, aber für so ein Thema, also die haben ernste Themen schon echt erheblich mehr versaut als in dieser Folge. Deswegen relativ solide, ich gebe 600 von 1000 Dollar für die Antworten. Das war ja ein echtes Schnäppchen. Gut. Dann sind wir für diese Folge durch und vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Mesh unter Messer. Tschüssi! Tschüss! Tschüss! Ciao! Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mesh unter Messer. Diesmal die Folge 23 der zweiten Staffel der Raider von der Post bzw. Mailcall. Und zu dieser Folge begrüße ich nicht nur mich selbst, sondern auch den Sven, den Arnim und den Flo. Und ich begrüße natürlich auch euch, liebe Hörerschaft. Es ist schön, dass ihr wieder da seid. Ja, worum geht es denn in der heutigen Folge? Raider bringt die Post und alle reißen sie ihm aus den Fingern. Und wir beschäftigen uns eigentlich die ganze Folge über damit, wer nun was in seinem kleinen Päckchen vorfindet. Das sind mal positive Überraschungen, das sind mal negative Überraschungen. Und das sind Überraschungen, die erst positiv wirken und dann zu einem Desaster werden. Ja, wollen wir im Detail durchgehen? Ja, gerne. Du meinst, wir sollen uns hier nackig machen über die Handlung? Ja, geniale Eröffnungsszene, wo Raider den Postsack bringt und dann irgendwie Mailcall ruft und dann, ja, steht er plötzlich in Unterwäsche da. Das hat mich doch sehr gefreut. Ich meine, das ist so eine alberne Slapstick-Anlage, wie die bei Mesh ja immer wieder mal vorkommt, aber ja, die hat mein Humorzentrum ziemlich mittig getroffen. Auf jeden Fall. Nein, und da merkst du halt auch vor allem, ich meine, klar, das ist eine Slapstick-Einlage, aber auf der anderen Art merkst du halt, dass diese Frontbriefe und so weiter das Einzige ist, was diese Leute seit Monaten mit ihrer Heimat verbindet. Und dass das eben auch gewisse, ja, Ungeduld mit sich bringt, gewisse Sorgen mit sich bringt und so weiter. Und natürlich auch, ja, wie gesagt, es ist halt die einzige Verbindung irgendwie in die Heimat. Und ich kann da jeden verstehen, dass sie ihn da über den Haufen rennen, mehr oder weniger. Ja, es ist auch vor allem eine schöne Visualisierung genau davon, dass halt irgendwie diese Post einfach so wichtig ist, dass Raiders Bekleidungszustand keine große Rolle spielt. Ja, was finden wir denn in unserer Post? Wir haben einmal einen Hawkeye, der einen Pullover von seiner Schwester bekommt. Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch das erste Mal, dass wir von der Schwester erfahren, ne? Nee, er hat sie schon zweimal erwähnt. Aber ich glaube, es ist eines der letzten Male, dass wir von ihr erfahren, denn sie verschwindet aus dem Kanon der Serie langsam. Ah, okay. Der Sweater aber nicht, der bleibt. Ich wollte gerade sagen, war die Schwester nicht auch mal ein Bruder und Hawkeye zwischendrin Einzelkind und das ändert sich dann auch noch ein paar Mal? Ja, sein Vater war ja auch mal tot oder sowas und dann schreibt er ihm die Briefe. Also da ändert sich regelmäßig was. Meine Mutter hat mir mal auf eBay Kleinanzeigen, glaube ich, einen sehr geilen Wollpullover, irgendwie so einen richtig edlen italienischen irgendwie ersteigert, der allerdings, ich weiß nicht, bestimmt zwei Nummern zu groß war für mich. Und den hatte ich immer so als Rumschlumpf-Wohlfühlpullover an. Mobilmupfel. Ja, genau so. Also total geil. Also du hättest da komplett reingepasst und wahrscheinlich zweimal. Also das Ding war wirklich groß oder ist wirklich groß, denn dann war ein Kumpel von mir da und der brauchte einen Pullover, weil er einfach keinen mit hatte und es kalt geworden war. Und der ist ein ganzes Stück breiter und größer und insgesamt in allen Raumrichtungen größer als ich. Der hört uns auch zu übrigens. Er weiß, dass er gemeint ist. Hallo! Und der muss hier auch. Kräftige Grüße. Genau. Und der hat den Pullover und ich glaube, er hat ihn immer noch und der gefällt ihm auch immer noch. Also, da ich weiß, wie groß du bist, ich würde sagen, Dela würden wir da drin nie wiederfinden. Ach, die strickt sich da von innen heraus. Ach ja, wie gesagt, mich muss mal was zu essen, dann passt das schon. Ansonsten bekommt Henry ja Werbung aus dem Geisha-Haus für mit den nackten Füßen auf dem Rücken rumlaufen, ist jetzt runtergesetzt und ja, Raider kommt da überhaupt nicht drüber hinweg. Und wie ich in der letzten Folge schon angedeutet habe, hat Raider so leicht einen Fußfetisch, mag das sein? Ja, ich glaube einfach tatsächlich, dass für mich ist Raider halt so jung und putzig und klein und knuddelig und Zeug. Und ich glaube, der ist einfach. Der ist ja schon schockiert von den normalen Vorgängen, sag ich mal. Und ich glaube, ihm ist das einfach so faszinierend und schockierend zugleich, dass es da noch weitere Ausprägungen zwischendrin gibt. Also weniger die Ausprägung an sich, sondern einfach die Tatsache, dass solche Dinge existieren, ist das, was ihn so fasziniert. Ja, oder einfach die Möglichkeit, dass man Menschen dafür bezahlen kann, einen mit nackten Körperteilen zu berühren, egal was das für Körperteile sind. Genau, das ist ja schon wieder das Nächste. Vielleicht denkt er auch schon wieder an sein Schuhgeschäft. Wobei, also
wenn ich mir mich so angucke und so das Bild der typischen Massierenden da, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die dann da durchaus komplettes Körpergewicht braucht, um bei mir irgendwie durch ein paar Muskelmasken und sonstige Schichten durchzukommen. Also so abartig finde ich das nicht. Gottes Willen, wie gesagt, ich bin der Letzte, der sowas beurteilt, so ist es nicht. Also, aber wie gesagt, ich glaube halt tatsächlich, das ist bei Raider weniger fußfettig, sondern vielmehr tatsächlich Unschuld. Oh, das gibt's auch, genau. Das gibt's auch, und warum gibt's das nicht hier? Genau das. Und kann ich damit Geld verdienen? Shut up and take my money, genau. Ja, wo wir bei Füßen und Schuhen waren, Margaret hat sich ja diese in der Tat sehr hübschen Schuhe aus der Heimat bestellt, die Frank so komplett ignoriert, weil er nur ans Geld denken kann. Ja, das ist auch so bitter. Überhaupt, ich finde diesen ganzen Handlungsstrang mit Frank und Hot Lips so genial. Aber ich würde sagen, weil das ist ja der wichtige Hauptstrang in der Folge, würde ich sagen, gehen wir gleich drauf. Aber wir hatten das gerade schon mal mit den Rückgriffen auf letzte Folgen. Und wir haben hier auch bei Henry wieder einen Rückgriff, nicht nur mit dem Pullover mit der Schwester, sondern Henry darf diesmal die Rechnungen seiner Frau bezahlen. Und das ist ein Rückgriff auf die Frank in Love Folge. Henry in Love. Ja, meine ich doch natürlich, Entschuldigung. Weil sie da nämlich währenddessen über genau dieses Thema telefonieren. Es ist also quasi diese Folge direkte Konsequenz der Henry in Love Folge. Ist selten, dass wir sowas haben. Ich finde das aber schön. Das ist so ein bisschen wenigstens Continuity da drin. Also, ja, aber er ist ja doch sehr enttäuscht, dass er wirklich nur diese Schecks und das ganze Zeug bekommt. Er hatte sich so auf Schokolade gefreut. Genau. Ja, sein Kuchen. Ja, und wie er von diesem Kuchen schwärmt und dass der ja so dick und trotzdem so leicht wäre und dies und das. Und dann macht er das Ding auf und Buchhaltung. Gott, ey. Ja, saftige Rechnungen. Aber ganz ehrlich, so ein Sour Cream Cake von den USA nach Korea geschickt zur damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie der so in Sachen Haltbarkeit ist. Das ist nur eine Frage der Tatsache, ob es so viel schlimmer als das Army-Fressen ist. Und ich glaube, da fresse ich auch lieber ranzige Sour Cream. Also ich habe ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es auf Twitter verfolgt habt, ein Stück Käsekuchen mitgewaschen. Die genauen Umstände erläutere ich jetzt nicht nochmal. Ich weiß also, wie ranziger Käsekuchen riecht, denn genauso roch mein Lieblingskapu dann hinterher. Und ich kann euch sagen, nee, das wollt ihr nicht. Ansonsten bleiben wir gleich bei Süßigkeiten und Kuchen, denn Trapper bekommt ja auch Post von zu Hause, denn er kriegt Kekse von seinen Töchtern. Und verfällt jetzt völlig dem Blues, hat Heimweh und will desertieren. Das zieht sich auch so über die ganze Folge. Schön finde ich eigentlich, wie er so langsam abbaut. Wie das erst am Anfang einfach nur ein normales Heimweh ist. Und desto weiter die Folge so vor sich hin plätschert, desto schlimmer wird das. Bis er tatsächlich irgendwann so besoffen ist, dass er wirklich nur noch heim will. Dass ihm alles andere scheißegal ist. Ja. Und ich glaube, ich bin mir sicher, aber ich glaube, wir kriegen hier zum ersten Mal auch die Namen der Töchter, Kathy und Becky. Und ich habe versucht herauszufinden, ob er in der Serie Trapper John MD diese Töchter immer noch hat, weil da hat er einen Sohn. Ich habe es nicht rausgekriegt. Ich muss sagen, das ist in der Tat so langsam eskaliert, dass ich es gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Aber als er dann irgendwie seinen Seesack packt und losrennen möchte und da irgendwie Hawkeye da dann aus dem Weg schubst, da habe ich dann irgendwie so gedacht, so, hä, wieso das denn jetzt plötzlich? Ja, also mir ging es genauso. Mir passierte die Eskalation dann doch zu plötzlich und auch die Rückendeskalation, Deeskalation, dass dann irgendwie, ja, jetzt können wir uns über Frank lustig machen, jetzt bleibe ich doch wieder hier. Hä? Ja, die habe ich auch nicht verstanden, das ist richtig. Aber also die Progression, die habe ich schon gemerkt, weil man wirklich merkte, wie er im Laufe der Folge immer stiller wurde. Ich meine, er ist ja sowieso, wenn wir ehrlich sind, in der Serie recht am Untergehen. Ich glaube, das ist tatsächlich über zwei Folgen die zweite Folge, wo ich für Trapper ein bisschen ein Gefühl gekriegt habe. Aber doch, mir ist das schon aufgefallen, dass das so eine leichte Abwärtskurve ist. Ja, das sehe ich auch so. Und du sagst es ja auch, es ist eine der wenigen Folgen, wo Trapper tatsächlich mal nicht nur der Sidekick von Hawkeye ist, sondern wo er so eine eigene Handlungsebene bekommt. Dafür ist es aber auch wieder ein bisschen wenig. Also
man hätte da doch ein bisschen mehr auf ihn eingehen können und irgendwas anderes rauslassen dann davon. Mhm. Weil Trapper ist ja echt unterrepräsentiert in der Serie, das muss man ja zugeben. Also du hättest lieber Klinger mit seinen Heimatbriefen rausgelassen. Da wir ja lernen, dass wir die gefakten Todes- und Schwangerschafts- und Schwanger- und Tod- und Vaterschwanger- und Muttertod- und Mutterschwanger- und Vatertod- und Schwesterschwanger- und beide tot, da das ja ein sich wiederholender Fall ist, hätte man das hier tatsächlich rausnehmen können und an anderer Stelle einbauen können. Bin ich tatsächlich bei Flo. Also du hast in deiner Aufzählung den Klassiker vergessen, die halbe Familie tot, die andere Hälfte schwanger. Genau. Wobei ich tatsächlich sagen muss, das Gespräch zwischen Henry und Klinger fand ich auch tatsächlich richtig klasse. Das hat Spaß gemacht. Und auch sein Auftritt, als er da ins Büro stürmt mit dem Gewehr und erstmal da irgendwie seine, wie nennt man das hier, dieses Gewehr rumwirbelgedöns da irgendwie seine Exerzierhofparade abzieht, wo Henry dann schon sagt, ja, sind Sie jetzt fertig, dann setzen Sie sich mal hin hier. Das finde ich schon ziemlich gut. Ja. Und das Schlimme ist bei Klinger immer wieder, da ist tatsächlich die bessere Frau als ich. Was der Mensch für eine Körperhaltung hat und was der Mensch für eine auch Grazilität in seinen Bewegungen hat, alleine wie er während dem Gespräch sitzt. Ist euch das aufgefallen? Also so eine feminine Attitüde werde ich in meinem Leben nie mehr entwickeln, selbst wenn ich es will. Gut so? Gut, aber ich würde sagen, kommen wir zum eigentlichen Haupthauptstrang. Vorhin müssen wir immer noch mal kurz erwähnen, dass Klinger nicht nur, dass es Klinger nicht nur peinlich ist, wie er ist und dass er es nicht verdient hat, in der Armee zu sein, sondern dass er auch Kommunist ist. Genau. Wie gesagt, ich würde sagen, kommen wir zum Hauptstrang, denn Frank findet in seiner Briefpost eine Mitteilung von seinem Börsenmakler, dass seine Aktiendepots wohl ganz gut laufen jetzt über den Krieg. Das heißt, ich entnehme dem tatsächlich, dass das irgendwas ist, was auch mit dem Krieg profitiert. Also, was weiß ich. Kriegsgerät halt. Und Kriegsanleihen? Oder Kriegsanleihen, auf jeden Fall irgendwas. Ja, genau. Irgendwas, irgendeine Firma, die vom Krieg profitiert, woraufhin Hawker ja sagt, also ich habe von meinen Gestapo-Aktien nichts mehr bekommen. Ja, da war auch gut, ja. Naja, und er freut sich halt eigentlich total, dass das alles so gut läuft und ist halt auch so intelligent und gibt damit Frau Hotlips an. Wobei er, wie gesagt, ihre wunderschönen neuen Schuhe komplett ignoriert, das Rindvieh. Wobei sie extra noch darauf hinweist, dass es die auch in Transparent gibt, damit man alle 10 gut sehen kann. Womit wir wieder bei dem Thema mit dem Fußfetisch sind, das ist schon anscheinend wirklich weit verbreitet. Auf jeden Fall... Was er während seines kleinen Ausbruchs vergessen hat, ist, dass er ihr wohl tatsächlich mehr oder weniger versprochen hat, wenn er reich genug wäre, würde er sich scheiden lassen von seiner Frau und stattdessen sie nehmen. Und darauf nagelt sie ihn selbstverständlich auch gleich richtig fest, woraufhin er natürlich völlig ins Schwimmen kommt. Schön fand ich dort wirklich den, ja, was ist jetzt die Definition von reich? Und ab wann bin ich reich genug, um das zu machen? Und wie er das so wirklich gotterbärmlich sich windet und dreht, das fand ich sehr schön. Ja, es ist wieder so der typische Frank. Ich meine, das hatten wir schon öfter auch, dass er mit dem Geld, dass seine Frau das kriegt, wenn er sich scheiden lässt und ach nee, das geht ja dann nicht und alles. Also ja, es ist eine klassische Frank-Szene. Er ist halt, bleibt halt ein Arschloch und ein kleines Weichei. Das Allerbeste daran war wirklich der Moment, wo er versucht, Hotlips auf eine Mittagspausenaffäre mit $100 Taschengeld zu degradieren und sie ihm eiskalt sagt, dir ist schon klar, dass ich als Major 400 verdiene. Also nicht nur die Tatsache, er versucht sie zu kaufen, sondern auch noch die Tatsache, dass er sie versucht, so billig zu kaufen. Das fand ich eigentlich die beste Szene in der ganzen Folge. Ja, wobei diese ganze Fixierung von den beiden auf Kohle und die ja nun wirklich fast auch an der Stelle sexuelle Natur hat, ja, wo sie da dann irgendwie tanzen und dann irgendwie so mit diesen Millionen küssen, das war schon so hallo, was stimmt nicht mit euch, verdammt nochmal. Naja gut, ich sag mal so, damit kann ich ja leben. Ich meine, wenn in einer Beziehung von zwei erwachsenen Menschen konsensuell klar ist, ich bin nur geil auf dich, weil du Geld hast, beziehungsweise andersrum, beziehungsweise weil wir beide Giersäcke sind. Und dann ist das ja eine Ansage. Was ich schön finde hier ist tatsächlich, dass Hotlips nicht als Golddigger dargestellt wird, im Sinne von, ich bin jetzt scharf auf dich, weil du jetzt Geld hast,
sondern einfach, dass bezogen wird auf dieses Versprechen, dass er seine Alte abschließt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, diese ganze, wo Frank halt auch sagte, ich kann mir keine Frau und eine Ex-Frau leisten. Genau. Ja, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, ich habe so das Gefühl, so in den letzten Folgen, ich meine, Frank wird konsequent als Arschloch dargestellt, dass er ist, aber bei Margaret wird das so langsam Stück für Stück so ein bisschen zurückgeschraubt. Also sie ist immer noch, sie passt immer noch gut zu Frank, aber sie ist nicht ganz so schlimm wie er. Ja, auf jeden Fall. Und ich kriege immer mehr Gefühl für sie. Ich meine, ich mochte, es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich sie nicht wirklich mochte. Aber ich kriege immer mehr Wut für sie, immer mehr Gefühl für sie. Aber was ich sagen muss, ich verstehe ihre Wut und ihre Reaktion. Aber was ich tatsächlich nicht verstehen kann, ist, warum sie sich das Elend immer wieder antut. Ja, jetzt könnte man irgendwie so Stockholm-Syndrom oder sowas vermuten, aber das ist eine gute Frage. Betriebsblindheit. Ja, das ist ja halt irgendwie, er tappt ja so konsequent in jede Falle, ja. So, die Anfangsszene von diesem Strang, die ich vorhin schon erwähnt hatte, mit den Schuhen und der Strumpfhose oder Strümpfen, was sie da hat, und wo er dann irgendwie so, ja, nee, das ist ja nicht so wichtig. Ich würde dich attraktiv finden, wenn du nackt wärst. So, oh Mann, Junge. Nein, vor allem, was ich halt immer an Margaret so interessant finde, ich meine, sie wird ja scharf bei jedem Soldaten, der noch was aussieht und der auch entsprechend Rang mit sich bringt und so weiter. Das werden wir dann in der nächsten Folge wieder besprechen und sehen. Von daher, ich könnte das verstehen, dass sie sich auf Frank so einschießt, wenn sie an anderen Männern jetzt so gar keine schönen Seiten finden könnte. Dann täte ich das verstehen, aber so ist es ja nicht. Sie wird von Macht angezogen und da ist eigentlich Frank kompletter Falsche dafür. Ja, aber wer ist mächtiger als Frank in dem Camp Henry? Nee, nein. Das ist ein Preis, den ist keiner bereit zu zahlen, das ist richtig. Nein. Ich glaube, Henry wird das auch gar nicht kapieren. Och, ich weiß nicht, ich glaube, so schwer von kapierisch ist Henry, was das angeht, nicht, aber gut. Ja, er hat ja seine feste Schwester. Naja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben den Strang, dass Hot Lips und Frank sich da so ein bisschen verkrachen. Aber das Beste ist ja, weil eben Hawkeye und Trapper die ganzen Geschäfte so unmoralisch finden, wollen sie Frank eins auswischen und beschließen jetzt, sie fälschen einen Brief mit einem angeblichen Aktientipp, der aber so gar nicht existiert. Und sorgen natürlich dafür, dass Frank den auch mitbekommt und entsprechend drauf reinfällt, alle seine Aktien verkauft und anstattdessen in dieses Ding investieren soll und will und so weiter und so fort. Jetzt finde ich das ganz gut. Einerseits wird er daran gehindert, weil eben hier mit Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Aber andererseits wird halt auch tatsächlich gesagt, wirklich Schaden kann ihm nicht entstehen, weil es eben diese andere Aktie gar nicht gibt. Das heißt, er kann sich jetzt nicht böse in den Ruin stürzen. Aber ja, nur blamieren. Genau, aber das war diese Auflösung, dass es diese Aktie gar nicht gibt, die kommt wirklich am Ende der Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand bis zu dieser Auflösung den Streich doch ein bisschen sehr böse. Ich meine, wenn du dir vorstellst, es wäre jetzt eine existierende Aktie und die bringen ihn dazu, sein komplettes Vermögen da rein zu investieren, das wäre schon ganz schön hart gewesen. Ja, das hätte auch irgendwie nicht so richtig gepasst. Ich meine, sie spielen immer Streiche, das ist ja Hauptbestandteil der Serie, aber wirklich seine Existenz zu ruinieren. Und vor allem auch die seiner Familie, das kommt ja noch dazu. Ja, genau. Das hätte einfach zu den Figuren auch nicht gepasst. Nee, aber deswegen kam ja diese Auflösung ein kleines bisschen zu spät, weil bis dahin habe ich mir die ganze Zeit gedacht, Leute, das ist ein bisschen sehr grenzwertig. Ja, so war es aber gleichzeitig irgendwie ziemlich sinnlos. Ich meine, sein Aktienhändler wird sich irgendwie gewundert haben, so, hä, was will der von mir? Die gibt's doch gar nicht. Und sie wird sich irgendwie gedacht haben, naja gut, der hat sich irgendwie vertippt oder vertan oder was, aber also eigentlich ist das halt komplett sinnlos, oder? Wobei, also das mit den Zeitzonen, das fand ich ziemlich witzig. Also ich meine, Zeitzonen verwirren mich auch, aber wenn Radar die erklärt, hilft's kein bisschen. Das Lustige daran war, ich hatte dieses Gefühl, dass Radar ja in die ganze Sache so mehr oder weniger eingeweiht war. Und dass Radar tatsächlich eigentlich dafür gedacht war, Frank ein bisschen davon abzuhalten, das zu machen. Aber diesen Gedanken hatte ich halt, weil ich davon ausgegangen bin zu dem Zeitpunkt, dass es diese Aktie wirklich gibt. Dass wir ihn also nur
in diesem Spannungsfeld halten von, ich habe eine gute Investition, die ich machen will, aber ich kann sie momentan nicht machen und oje, oje, das Angebot ist bald weg und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Ja, auf jeden Fall, aber gut, der Gegenteil wird der Fall gewesen sein, der Auftrag an Raider wird gewesen sein, du darfst ihn auf keinen Fall telefonieren lassen, aber wenn er die anruft, sagen die dem, hä, das gibt's auch gar nicht, was willst du von uns? Naja, aber wie gesagt, irgendwann lösen wir die ganze Sache auf. Frank stellt dann fest, er ist gar nicht reich, alles ist ganz schlimm. Beziehungsweise er wird einfach nicht reicher, das ist noch viel schlimmer. Und ja, es kommt dann auch zu einer kleinen Versöhnung mit Hot Lips und so weiter, die ich, wie gesagt, auch nicht verstehe und nicht verstehen will. Weil eigentlich hat sie was Besseres verdient, auch wenn sie selber teilweise eine Arschkuh ist. Aber wenigstens Trapper ist jetzt wieder aufgeheitert und hat beschlossen. Was ich auch nicht verstehe. Ja, wobei hier Versöhnung mit Margaret, also dass er da dann im Prinzip vor versammelter Truppe im OP dann da bei ihr irgendwie zu Kreuze kriecht und sich entschuldigt. Ja. Und dann am Ende anbietet, ihr die Füße zu küssen, woraufhin alles still wird und sie sich das dann nochmal anders überlegt. Da habe ich auch wieder gedacht, okay, also... Ja, das war die Zeit, in der Tarantino bei vielen Mesh-Folgen Regie geführt hat. Nein, ich weiß zufällig, dass es in dieser Folge Ellen Alda höchst selbst war. Aber bleiben wir doch gleich nochmal bei den Füßen und mit den zu vielen Zehen. Denn wir haben ja auch noch eine kleine Handlung mit Raider. Denn Raider hat eine Brieffreundin und traut sich erst nicht tatsächlich als er selbst aufzutreten, weil er ja eigentlich nur schüchtern und klein ist und weiß, dass eigentlich keiner mit ihm spielen will und so weiter und so fort. Und er gibt sich, also er stellt sich so hin, als wäre er Hawkeye. Er beschreibt sich so, als wäre er Hawkeye. Und das fand ich so drollig, wie er voll so unsicher ist und auch noch mit Hawkeye darüber redet. Und dann am Ende sich aber tatsächlich überwindet, sich selbst zu offenbaren, mit der Hoffnung, dass es doch trotzdem was wird. Das fand ich drollig. Ja, ich fand auch diesen Brief, den er dann, den zweiten, den er dieser Mary Jo Carpenter aus Montana schreibt, sehr niedlich, wo er dann sagt, wie wichtig Ehrlichkeit für ihn ist und weil er schon dabei ist, ist er dann jetzt doch mal ehrlich und sagt, wie er wirklich aussieht. Das war wirklich richtig süß. Also die Raider-Storyline hier hat mir wieder mit am besten gefallen, dieser Folge. Und auch die Reaktion von Hawkeye. Ich meine, er ist ihm weder böse, dass er das ursprünglich mal gemacht hat. Und als er sich dann tatsächlich dazu durchringt, die Wahrheit zu sagen, adelt er ihn ja auch richtig gehend. Das fand ich richtig schön. Da habe ich viel Spaß dran gehabt. Ja, ich finde es halt spannend, da Raiders Denkweise auch zu sehen, irgendwie so nach dem Motto, so, jetzt habe ich mich für dich ausgegeben hier und jetzt müssen das ja auch deine Gefühle sein und nicht meine, weil das bist ja jetzt du und nicht ich und ich will ihr aber trotzdem schreiben. Das ist ja, irgendwie ziemlich verquer, aber in sich doch logisch. Es ist ziemlich bürokratisch, ja. Ja, okay, vielleicht, verdammt, die Army-Bürokratie hat doch was angerichtet. Gut, habt ihr zum Inhalt noch irgendwelche Ergänzungen erstmal? Ich glaube, da sind wir wirklich mit Briefen und Päckchen durch. Okay. Dann wollte ich euch noch fragen, habt ihr hier ein Zitat für diese Folge? Wie war das, als Klingel da ankommt, wird darauf hingewiesen, dass er ein spezielles Kleid trägt? Ja, doch. Raider stellt ihn ja, also sagt Henry ja, Klingel ist draußen und ich weiß aber auch nicht mehr, wie, ich komme nicht mehr drauf. Irgendwie ein besonderes Kleid hat er diesmal an. Und es war auch sehr schick, das muss man ja zugeben. Nee, das weiß ich leider auch nicht, die Szene. Aber ich fand sehr schön, das Gespräch zwischen Trapper und Hawkeye, als eben Trapper so im Blues versinkt. Und Trapper sagt dann, also Hawkeye fängt so an, ja, aber der Krieg ist doch auch irgendwann mal vorbei. Und dann kommt von Trapper die Antwort, klar, aber der Krieg hört nie auf. Und selbst wenn er aufhört, kommt der Nächste, in den ich einberufen werde. Und damit fasst da, glaube ich, sehr gut die ganze Grundproblematik zusammen, die die haben. Weil selbst wenn jetzt hier irgendwann mal ein Ende erreicht ist, der Nächste kommt wieder. Amen. Ja, das einzige Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe, war, dass I'd find you attractive if you were naked. Weil das so diese völlige Unfähigkeit von Frank, irgendwie die Situation einzuschätzen und sinnvolle Dinge zu sagen, so schön zusammenfasst. Ja. Nun gut, dann bleibt mir eigentlich nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Ja, ich fand die Folge relativ schwach, die war schon unterhaltsam, aber naja, so richtig meine Lieblingsfolge wird sie nicht, von daher
würde ich für meine Verhältnisse mal relativ tief greifen und sagen 2,5 von 5 gut investierten Aktienpaketen. Ja, also ich könnte mich dem in etwa anschließen. Also von mir gibt's einen Postsack und 4 Briefe aus Klingers Familie. Cool. Ja, lass mich mal die Füße angucken, die auf meinem Rücken rumlaufen. 1, 2, 3, 4, 5 nackte Zehen gibt's von mir. Also sie tut nicht weh, ist aber auch kein Meisterwerk. Ist eine solide Mittelwertfolge. Ich habe an der Folge voll meinen Spaß gehabt. Ich gebe 7 von 10 Mittagspausenaffären, weil ich Margaret hier sehr, sehr mag, weil sie eben absolut nichts von diesem ganzen Blödsinn, den Frank von sich gibt, sich annimmt und weil sie da überhaupt nicht mitspielt, weil sie ihm eiskalt vor die Tür setzt, finde ich voll gut. Bin dabei 7 von 10. Ich finde es ein bisschen schade, dass Flo den Rückgriff auf die letzte Folge verpasst hat und nicht gesagt hat, er gibt 7 von 11 lackierten Zehennägel oder rumgelaufenen Zehen. Aber gut. Stimmt, Mist. Nun gut. Schneide ich einfach hinterher rein, das passt dann. Liebe Hörerschaft, ich danke euch ganz sehr fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz sehr beim Evil Sven. Ja, vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Bedanke mich außerdem beim Arnim. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Und ich bedanke mich beim Flo. Es war wunderschön mit dir. Schön, dass du wieder da bist, Dela. Und wir hören uns dann nächste Woche zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Mary fühlt sich ziemlich belämmert mit den Lämmern. Mein Hund hat Flöhe. Stopp! Meierdödel und Dudeldödel fressen Weihnachten den Baum auf. Dein brünstig röchelnder Sohn, Königin Victoria. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge der zweiten Staffel von Mesh und von Mesh unter Messer. In dieser Folge, ihr kennt doch noch diese alten Cartoons aus dem Mad Magazine, Spion gegen Spion. Das erleben wir hier in live, weil Colonel Fleck taucht zum ersten oder zum zweiten Mal auf, da werden wir drüber reden müssen. Und es gibt noch einen anderen Geheimdienstmann, der im Camp auftaucht und Hawk und Trapper spielen die beiden so ein bisschen gegeneinander und natürlich gegen Frank Burns aus. Ja, das besprechen wir jetzt heute und wir sind... Entschuldigung. Hi, ich bin die Dela. Hallo, ich bin der Sven. Und ich bin das allseits beliebte Drei-Buchstaben-Akronym Arnim. Ja, Flo, ich möchte dir gratulieren. Das war gleichzeitig das großartigste und das fürchterlichste Intro, das wir zu einer Mesh- und Messer-Folge je hatten. Vielen Dank, ich habe mir auch Mühe gegeben. Oder so. Wollen wir den Zuhörern denn noch verraten, wie die Folge überhaupt heißt? Oder lassen wir das auch unter den Tisch fallen? Das ist Verschlusssache. Naja, sowohl der deutsche als auch der englische Titel sind auch wieder ein bisschen doof. A Smattering of Intelligence heißt es im Englischen. Und im Deutschen der gemeinsame Geheimdienst. Also da gefällt mir der Englische noch besser, auch wenn ich den auch nicht so toll finde. Ist ja geradezu niederschmetternd. Ja, aber wie sehen wir das jetzt eigentlich? Ist das jetzt der erste oder der zweite Auftritt von Colonel Fleck? Das ist Verschlusssache. Ja, er war ja eigentlich schon mal da, aber er war noch nicht als Colonel Fleck da. Sondern er war ein anderer Geheimdienstmann. Aber hier hat er ja auch viele verschiedene Namen und ja, ich sehe es als seinen zweiten Auftritt, auch wenn die anderen ihn nicht zu kennen scheinen. Ich habe beim letzten Mal schon ziemlich konsequent von Fleck gesprochen, weil... Das haben wir alle. Von daher, ja, es ist definitiv sein zweiter Auftritt. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ja, der wunderbare Edward Winter als Colonel Sam Fleck. Er taucht auf mit einem gebrochenen Arm.
weil ein Hubschrauber abgestürzt ist. Und einem unverletzten Piloten. Ja, vielleicht ist er auch aus dem Hubschrauber geschubst worden, das weiß man nicht so. Zutrauen könnte man es ihm. Vielleicht hat er sich den Arm auch wirklich mit dem Hammer gebrochen, wie Winnie Pratt vermutet, der andere Geheimdienstmann. Man traut dem Mann echt alles zu und er taucht ja in der Serie noch öfter auf und das bleibt, glaube ich, auch durchgehend so, dass man ihm alles zutrauen kann. Ja, vielleicht hat er auch den Hubschrauberpiloten überzeugt, den Hubschrauber auf seinem Arm zu landen und dann nochmal abzuheben und rauszuspringen. Das Schlimme ist, man kann sich alles vorstellen, ja. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was in dieser Folge passiert ist. Wenn jetzt einer sagen würde, gib mal eine Zusammenfassung. Ich habe da vorgesessen und habe gedacht, was zur Hölle passiert da gerade? Also ich sag's mal so, wenn man sämtliche drei Buchstaben-Akronyme aus dieser Folge rausschneidet, dann hat man nur noch die halbe Folge. Weniger. Ich tippe auf weniger als die halbe Folge. Ja, wir haben zumindest noch eine Schnarchszene von Radar. Ja, der beste Geheimagent aller Zeiten ist definitiv Radar. Auch sein, das ganz, sowieso. Sein ganz unauffälliges Signal mit dem an der Tür eine Rauchen, dass die Luft rein ist, ist ja also sowas von legendär. Also, dass Radar ein Top-Agent ist, das kann man sich an seinen 12 Fingern abzählen. ja, Fleck geht dann, nachdem er verarztet wurde, erstmal zu Henry ins Büro und enthüllt da, dass er ein CIA-Agent ist und dass er sehr viele andere Namen hat und andere Bezeichnungen. Und Henry soll sich doch einen aussuchen, weil Fleck war nämlich nie da. Damit ist Henry natürlich dezent überfordert, weil wir kennen ihn ja. Ja, wobei der Szene verstehe ich das. Damit wäre ich auch überfordert. Also das ist nur wirklich verdammte Axt, was ist da los? Ja, und vor allem, es ist ja auch nicht nur Überforderung, sondern vor allem in allererster Linie auch Bocklosigkeit. So von wegen, Leute, wir haben ja einen Krieg zu führen, müsst ihr uns mit eurem Kindergarten wirklich noch auf den Sack gehen. Ja, definitiv. Und da hat Henry dann auch sowas von recht mit. Übrigens sehr schön, das ist das einzige Zitat, was ich mir aus der Folge rausgeschrieben habe, in genau diesem Erstgespräch, wo er ihn ja auch, wo Fleck Henry ja auch so völlig grundlos bedroht, ja. Also Henry hat sofort irgendwie gesagt, so, haha, ja gut, okay, ist ja alles ganz schön, aber klar werde ich dir helfen, so. Und er dann irgendwie so, hallo, warum? Das war ja gut. Auf jeden Fall fragt er dann, what's your clearance? Und Henry sagt, well, I go through the door with about an inch to spare. Weil Clearance ist ja auch die lichte Durchfahrtshöhe. Ja. Das fand ich ziemlich. Fällt gerade nicht ein, wie es im Deutschen, aber im Deutschen haben sie denselben Witz irgendwie geschafft. Naja, geschafft ist gleich schon wieder ein bisschen zu viel gesagt, aber. Naja. Sei nicht immer so negativ. Ihr habt ja mich hier. Nein. Aber das ist eine andere Sache. Ja, Fleck muss erstmal einen Anruf machen. Aber er weiß die Nummer noch nicht, weil er erst die Kapsel, wo der Zettel mit der Nummer drin ist, erbrechen muss. Ja. Was zur Hölle? So ging es uns allen in der Zeit vor Handys. Gott. Ja, wobei mich das ja auch schon wieder irritiert. Ich meine, wir haben uns jetzt schon drauf geeinigt, dass es relativ logisch ist oder akzeptabel ist, davon auszugehen, dass der Typ sich selber einen Arm gebrochen hat. Also, wenn der so drauf ist, dann hätte ich doch jetzt spontan mal von einer Magen-OP. Wäre ich doch spontan mal von einer Magen-OP ausgegangen, um das Ganze zu beschleunigen. Ne, ja, wobei der ist ja wirklich so drauf, weil er bricht sich ja dann noch ein zweites Mal den Arm, wo er sich dann echt diesen Ausleger vom Röntgenapparat dann drauf knallt. Ja, und er hat die Betäubungsmittel, während er da behandelt wurde, abgelehnt. Das müssen sie, das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner Folge vorher schon mal. Dass die teilweise mit Betäubung die ganzen Geheimdienstleute gar nicht operieren dürfen. Genau, das war der erste Auftritt von Fleck, nur damals halt unter anderem Namen. Ja, und also noch damals. Bei einer anderen Three-Letter-Agency, damals war er noch CID, was er jetzt ja auch ist, oder vielleicht nicht. Wer weiß. Aber das Großartige an der Behandlungsszene ist tatsächlich, als Margaret ihm das Hemd auszieht und große Augen bekommt. Und das Tattoo sieht und so weiter. Ach ja, nein, da hat man schon gesehen, da hatte sie Gefühle kurzzeitig. Wenn du das Gefühl nennen möchtest, dann. Ja, aber er bleibt ja nicht unser einziger Geheimdienstmann in dieser Folge. Denn als Hawkeye und Trapper in den Sumpf kommen, wartet da Major Winnie Pratt auf sie.
Und Brad ist ein alter Freund von Trapper und auch der gehört einem Geheimdienst an. Und er weiß, dass Colonel Fleck im Lager ist und er kennt seine fiesen Tricks. Und er versucht jetzt herauszufinden, warum Fleck da ist und was er vorhat. Und er will ihn aufhalten. Dazu besorgt sich Brad oder legt sich Brad erstmal einen eigenen Alias zu, nämlich Captain Stone, Ingenieur. Ja, nachdem es ja schon einen Kaplan gibt. Ja. Ja, er gehört zu G2, das ist ein weiterer Armeegeheimdienst, so muss man es ja sagen, oder Militärgeheimdienst. Und das sind noch nicht alle, die haben also noch ein paar mehr. Also da reicht es ja schon, wenn Deutschland mad ist, ne? Ja. Tja, ich finde es sehr schön, wie das dann eskaliert mit den beiden. So nach dem Motto, wenn der Fleck hier ist, dann muss ja irgendwie eine ganz große Nummer laufen. Und dann relativ kurz danach so, wenn der Pratt hier ist, dann muss hier eine ganz große Nummer laufen. So, oh nein. Das Lustige daran finde ich wirklich, dass sich für mich das so angehört hat, als geht's da nicht mal unbedingt darum, da was rauszukriegen, sondern wir wollen denen das wegschnappen, weil dann kriegen wir mehr Fördermittel, so ungefähr. Also das ist eigentlich die Basis dieses ganzen Wahnsinns tatsächlich das gegenseitige Geldabgraben über Bürokratie ist. Das finde ich eigentlich nochmal ein Level an Wahnsinn, der da oben drauf kommt. Was leider die absolute Realität ist. Also man hat natürlich, das gesehen. Natürlich, deswegen ist es ja so gut. Ja, viele, viele Jahrzehnte später oder einige Jahrzehnte später nach 9/11 war es halt so, dass es hieß, wir müssen Terrorismus bekämpfen. Und das FBI sollte plötzlich keine Kriminalität mehr aufklären, sondern Terrorismus bekämpfen. Das heißt, die haben ihre ganzen extrem erfolgreichen Einheiten, die Wirtschaftskriminalität bekämpft haben, zugemacht und haben irgendwelche komplett redundanten Terrorismusbekämpfungseinheiten aufgemacht, die genau das Gleiche gemacht haben wie ATF, ICE, CIA und wie sie alle heißen. Und ja, einfach nur, weil das jetzt plötzlich gefördert wurde. Also wie man einen Staatsapparat so unterhalten kann, das erschließt sich mir wirklich nicht. Und es ist ja beim amerikanischen Militär wirklich so, G2 gibt's, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt, das ist so einer der ältesten Geheimdienste, die überhaupt hatten, war so im Zweiten Weltkrieg und so sehr, sehr relevant. Die CIA mischt eigentlich auch überall mit, wo die Armee zugange ist. Den CID gibt's noch, dann hat, glaube ich, auch noch jede Waffengattung mindestens irgendwie einen geheimdienstlichen Arm. Dann machen ja die verschiedenen Spezialeinheiten teilweise auch geheimdienstliche Tätigkeiten und ja, die konkurrieren wirklich miteinander. Das ist totaler Wahnsinn. Ja, und dann ist da noch irgendwo ganz versteckt die IMF, ne? IMF? Impossible Mission Force. Oh ja, oh Gott, ja. Wobei ich hier tatsächlich auch noch mal ein kleines bisschen über den tatsächlichen Hintergrund, ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, aber was, glaube ich, auch noch mal dazu kommt, ich weiß nicht, wie schlimm das in Korea selber war tatsächlich, aber zum Beispiel dann später Vietnam, und wir sind uns ja nun einig, dass Mesh mehr die Vietnam-Generation angesprochen hat als die Korea-Generation. Da war es ja tatsächlich so, dass die teilweise auch wirklich auf ausländischem Gebiet, das gar nicht Kriegsgebiet war, offiziell operiert haben und so weiter. Was, glaube ich, auch nochmal diese ganzen wahnsinnigen Geheimdienst- und Bla-Verstrickungen noch schlimmer gefördert hat. Denkt ihr, das hat damit auch ein bisschen was zu tun, dass das so in diese Vietnamzeit noch mit reflektiert? Ja, könnte schon sein. Ich glaube, die Annahme, dass so ziemlich alles, was bei Mesh passiert, irgendwo ein Echo auf Vietnam ist, die ist erstmal fair. Ob es jetzt so konkret damit ist, naja, weiß ich nicht. Ich denke, es ist eher der allgemeine Wahnsinn, der da im Krieg passiert und der speziell auch bei diesen ganzen geheimdienstlichen Tätigkeiten passiert. Denn es ist ja nicht mal so falsch, diese Idee, dass so Geheimdienste dann dahin gehen und so Missionen irgendwie ausführen, die ist ja relativ prävalent, weil wir die so aus dem Fernsehen kennen. Aber ich kenne mich da jetzt auch nicht im Detail aus, aber nach dem, was ich so gehört habe, ist ein ganz großer Teil von geheimdienstlicher Tätigkeit halt einfach da sein, ein Ohr auf der Schiene haben und irgendwie mitkriegen, was passiert. Von daher ist es ja jetzt gar nicht so verkehrt. Das Perverse oder das Pervertierte an der Stelle ist ja eigentlich, dass sie sich halt gegenseitig abhorchen, anstatt irgendwen anders abzuhorchen. Ja, Trapper sagt ja auch irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wie das Zitat ist, irgendwas mit James Bond, dass das so eine richtige James-Bond-Nummer ist. Und das ist wieder aus der Zeit gefallen, denn wir befinden uns hier ungefähr 1950 hier. Der erste Bond-Roman ist erst 1953 erschienen.
Das heißt, das kann nicht sein. Und wir haben gleich noch eine so eine zeitliche Fehlleistung. Denn Frank erwähnt an einer Stelle einen Gary Cooper-Film mit dem Charakter Billy Mitchell. Und dieser Film kam erst 1955 raus. Der Koreakrieg ist aber 1952 schon vorbei gewesen. Ja, das, den haben sie vorab bekommen über diesen kubanischen Filmhändler. Genau. Eieiei. Das ist so verdächtig, dass es weiterer Beobachtung bedarf. Tja, gut, also die Nummer mit Raider habe ich vorhin schon gesagt, dass das fand ich wirklich so die beste Szene an der ganzen Folge, wo erst Fleck einbricht und die erste falsche Personalakte, die Raider ausgetauscht hat, klaut und dann Pratt einbricht und die zweite falsche Personalakte klaut und dann der eine sagt so, sie war beim Ku Klux Klan. Nein, der war in der kommunistischen Partei. Ja, die Kommunisten-Nazis, die kennen wir ja schon aus den Simpsons. Ja, das ist sehr schön, wie sie Frank alle beschuldigen von jeder Seite. Aber vorher haben wir noch Brett, der Henry mit unschönen Mitteln auf seine Seite ziehen will. Ja, der bedroht ihn nicht, der droht gleich mit Kompromat. Ja, zwei Affären vor dem Krieg. Also er ist nicht nur im Krieg nicht so ganz brav gewesen, wie es scheint. Und er hat eine Vorliebe für junge Weiber, die er offiziell als seine Tochter ausgeben kann. Ja, das fand ich auch echt ein bisschen hart, Mr. So-und-so und seine Tochter. Also, okay. Naja gut, aber das haben wir ja schon in der Henry-in-Love-Regel, dass es eher mit jungen Weibern hat. Ja, wenn eine Affäre, dann muss es sich auch lohnen, oder? Ja, so war das halt in den 50ern. Oh Gott. Schlimm, ja, ich weiß, Entschuldigung, ich gehe wieder. Nee, du hast ja in Anführungszeichen recht, das ist schon hart. Ja, dann kommt ja auch die Szene, in der Flag Raider ein Telegramm diktiert. Ja. Das ist unser Intro heute. Okay, falls ihr euch gewundert habt, was das war, ja. Nach Tijuana, Mexiko soll das gehen. Ja, auch da wieder die Sinnlosigkeit dessen, das so zu diktieren, weil Pratt es ja 1:1 so beim Hören übersetzen kann und sofort weiß, was gemeint ist, ja. Wo er dann auch denkt, wenn die anderen den Code irgendwie so aus der Hüfte können, warum benutzt ihr ihn überhaupt? Ja, das macht nicht viel Sinn, aber es ist lustig. Außer wir gehen davon aus, dass wir mit dem Code schon falsche Informationen vermitteln, die anderen hören sollen als Fehlinformationen. Du meinst, um die Kommunisten-Nazis reinzulegen? Genau. Ihr seid viel bessere GeheimagentInnen als ich, also von daher. Ja, wie gut, dass Mary schon da ist. Ja. Und ihr Lamm. Und die Königin Victoria. Und Frank. Und ihr kunstiger Sohn. Oh ja, eine schöne Szene mit Frank gab es doch noch, die mir hier gerade so noch über den Weg gestolpert ist, wo Fleck ihm da irgendwie erklärt, wie, wo, wer, was und er dann irgendwie sagt, Frank dann zu ihm sagt, you're crazy, buddy, und Fleck sagt, if you call me that again, friend, I'll reach into your throat and pull your heart out. Besonders lustig finde ich aber tatsächlich, dass die zwei an sich ja eigentlich, ich sag mal, recht gute Kumpels sein können. Ich meine, als das Ganze sich dann aufgeklärt hat, gehen sie ja zusammen ein trinken. Sie erinnern mich an diesen alten Warner-Cartoon mit dem Schafshund und dem Wolf. Also wie Frank und Ralph, glaube ich. Ach, was natürlich stimmt, passt. Ja, die komplett verdrängt. Ja, wo dann, wenn die Stechuhr pfeift, sie beide Feierabend machen. Genau, und dann gehen sie ja erst bei allen trinken, nachdem sie sich den ganzen Tag auf den Sack gegeben haben. So kommen mir die beiden vor. Also sie haben ein außerdienstliches, kollegiales Verhältnis. Das klingt unanständiger, als du es meintest. Das haben Frank und Hotlips auch, ja. Nein, also Major Quadrat haben ein anderes Verhältnis. Das wissen wir nicht genau, aber das bleibt wohl für immer geheim. Ich bin mir bei dieser Folge gar nicht sicher. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein? Ach nee, das war was anderes. Tja, hat euch jemand was? Ja, dann kommt noch die Szene, die wir schon vorhin besprochen haben, mit Raider als Marlene Dietrich. Und dann kommt die kurze, schmerzlose und ein bisschen doofe Auflösung. Tja, die war dann auch irgendwie ziemlich halbgar, das stimmt wohl. Aber ich mochte es, dass es am Ende wieder die Namen verlesen wurden. Diesmal halt von Fleck. Das war eine schöne Sache so für so ein Staffelfinale. Ich weiß, natürlich zu der Zeit war ein Staffelfinale, das war einfach eine Folge wie jede andere. Aber das hat so nochmal so einen schönen Moment gegeben.
Ja, ich meine, dadurch, dass sie ja gesagt haben, also ja, also wir wollen das weiter beobachten, haben sie ja doch indirekt angedeutet, ja, wir machen weiter. Auch die Bilder, die sie da rausgesucht haben, die fand ich äußerst passend dafür. Die waren ja nur größtenteils doch sehr kompromittierend. Ja, die Gorilla-Kostüme wieder von Hawkeye und Trapper. Jupp. Ja, das ist halt tatsächlich für mich auch die einzige Szene, die mir halt der Folge wirklich Spaß gemacht hat. Ja, so richtig ein Fan bin ich auch nicht. Also es ist irgendwie, ja, also es ist schon irgendwie klar, was sie wollten, aber so richtig geschafft haben sie es irgendwie nicht. Auch ich finde die Folge aber unterhaltsam. Also sie hat keine wirkliche Handlung und auch nicht viel Sinn, aber sie hat mir Spaß gemacht. Du hast eine Handlung gesehen? Nein, hab ich doch gesagt. Ja, dann sag das doch. Flo hat keine Handlung gesehen und du hast besser auch keine gesehen, Freundchen. Einfach nur, um auch mal jemanden sinnlos zu bedrohen. Entschuldigen Sie, ich gehe ja schon weiter. Wollen wir zur Bewertung schreiten? Ja, können wir gerne machen. Gut, dann fange ich mal an und muss sagen, war wahrscheinlich für mich jetzt irgendwie die schwächste Folge der ganzen Staffel. Von daher greife ich mal ziemlich tief und sag 2 von 5 gefälschten Ausweisen, aber nicht den, der auf Danielle ausgestellt ist. Ja, da bin ich ziemlich bei dir. Ich gebe 3 von 10 verwanzten Heizdecken, denn die Idee fand ich klasse. Aber die Folge selber war so überhaupt nicht mein Fall. Gerade für ein Staffelfinale. Wie Flo schon sagt, ich weiß, Staffelfinale sind in der Zeit auch nichts Besonderes. Aber nee. Ja gut, bleiben mir 5 Marlene Dietrich mit Nickelbrille. Ja, und wie gesagt, also ich hatte schon meinen Spaß. Ich gebe 6 3-Buchstaben Abkürzungen. Ja, Leute, damit haben wir die 2. Staffel von MASH durch. Dann yay! Hurra! Dann folgt ja noch das Staffelfinale. Mal schauen, wen wir dafür alles zusammentrommeln können. Das wird auf jeden Fall lustig. Diesmal nehmen wir das Staffelfinale auch nicht nach mehreren anderen Folgen auf, sondern einzeln. Dann sind wir vielleicht nicht ganz so müde wie beim letzten Staffelfinale. Und ich habe noch Zeit, die ganze Statistik zu machen. Ja, wir haben ja keine Ahnung. Ja, das hört ihr dann als nächstes und schaltet auch danach wieder ein, denn dann geht's weiter mit der 3. Staffel. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber wenn es so weiterläuft. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bob sagen hören wollen. Dein röchelnder Sohn. Dein brünstig röchelnder Sohn. Oh Mann. Ja, dann tschüss. Ja. Tschüss. Ciao.